Ja, Freunde, also eigentlich wollte ich hier an der Stelle eine Aufnahmepause machen, aber ich kann einfach die Finger nicht lassen von Resident Evil Zero. Ah, es ist gerade so spannend, ich muss einfach weiterspielen. Und wie konnte ich die Befehle nochmal geben? Wie konnte ich die Befehle nochmal geben? Nee, so nicht. Irgendwie konnte ich doch hier diese Befehle geben. Ach ja, so. Okay, dann kommen wir mal mit, Rebecca. Denn dich muss ich jetzt leider hier durchschicken, denn du bist die kleinere von uns beiden. Ich passe da wahrscheinlich nicht durch mit meinem Oberkörper. Alter, der Raum hier ist auch echt unheimlich, also ohne Mist. Ja, ich möchte Rebecca einen Anstups geben. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Na dann mach dich da mal durch, Rebecca. Oh oh. Oh oh. Das ist eine totale Folterkammer. Ach du Scheiße. Ich hab grad ein echt mieses Gefühl hierbei. Alter, jo, wie nennt man die Teile? Ich weiß es leider gar nicht. Oh oh, Leute, ich glaube, hier kommt gleich irgendein Zeitspiel. Ich hab das noch so im Urin, Freunde, ohne Mist. In the room. Ach du Schande. Was soll ich hier genau machen? Ach, ich soll sicherlich auf den Strich da kommen, gehe ich mal ganz stark davon aus. Down. Up. Wenn ich es jetzt nochmal abmache, was passiert dann? Okay. Das ist zu viel. Okay, also das klappt schon mal nicht so. Ja, meine Güte. So. Dann mache ich mal den ersten Down. Ach nee, ist ja Quatsch. Nee, gut, egal. Zweiten nach oben. Dritten nach oben. Vierten nach oben. Na, jetzt bin ich ja auf diesen. Und wenn ich den down mache, geht's ja wieder runter. Und das ganz schön viel. Okay, nochmal. Ich mach den mal nach oben. Den nach unten. Ich weiß nicht, wie viel macht denn der? Den nach oben? Ah, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel, denn das geht nur 5 immer. Der vierte geht immer nur nach 5. Und der geht gleich... Der geht extrem eben nach oben oder nach unten. Ah, verdammt, das ist schwer, ja, das Rätsel. Und ich habe wieder meinen Timer nicht angestellt. Das ist super. Moment. Kurze Sache. So, das Rätsel, das ist... Ah, das ist verdammt. Hm. Ha, ha, ha. Den ersten nach oben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der erste nach oben muss. Wenn ich den zweiten auch nach oben mache... Den dritten nach unten. Den auch nach unten. Da bin ich wieder bei 0. Und wie viel bringt der mir? Der bringt mir 50. Der bringt mir genau 50. Ah, das ist doch ein Mist, ist das doch, wirklich. Oder ich muss auf 100 kommen.
Ah ne, bringt ja auch nichts. So, der erste muss nach oben. Ist einfach so. Den zweiten hatte ich jetzt nach unten immer genommen, ja. Aha. Wenn ich den ersten auch noch nach oben nehme. Den zweiten. Wie viel bringt der zweite? Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen. Der bringt mir zwei solche Strecher. So, wenn ich den noch eins runterbringe. So, Moment. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste passen. Wenn ich den jetzt nach oben bringe. Und den auch nach oben, dann müsste ich doch da hinkommen, oder? Ja! Na geht doch, endlich! So. Ah, Monitor Room ist auch entsperrt. Und das ist auch aus. Das ist schon mal super. So. Oh nein, ich wusste es. Ich wusste, dass jetzt hier noch irgendwas kommt. Already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Uh-oh. Oh nein. Oh nein, bitte lass das nicht wahr sein. Oh nein! Was sind das denn für Schimpansen? Ich muss jetzt hier aber nicht... Nein. It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious! I refuse to abandon my work! I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. Oh. Nein, und Rebecca hängt hier immer noch rum. Shit. Da müssen wir hin. Nur wie kommen wir da jetzt hin? Da müssen wir jetzt echt gucken. Scheiße. Nee, sind wir da nicht. Okay, komm schon. Wir müssen hier raus. Ich vermute, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich habe das gerade im Urin. Komm schon, jetzt sind hier überall diese scheiß Affen oder was? Ich krieg's hier im Shadow. Oh, nee, nicht doch. Da werde ich hier wahnsinnig, wirklich. Scheiß auf dem Monitor Room jetzt hier, ich muss Rebecca helfen. Komm schon, renn, Billy. Das wird jetzt eine ernste Sache, Freundchen. Komm schon. Ich gehe jetzt hier lang, weil es einfach kürzer ist. Ich versuche durchzukommen. Ich vermute, ich weiß, wo wir lang müssen. Aber ich kann es auch nur hoffen, weil ansonsten geht uns echt der Arsch auf Grundeis. Scheiße.
Na tolle Wurst. Naja, tolle Wurst. Na tolle Wurst. Das war genau das, was ich vermutet hatte, dass wir hier nicht durchkommen. Scheiße. Verdammt, okay. Gut, nee, hier kommen wir nicht durch. Kann's vergessen. Okay, wir gehen doch einen anderen Weg. Wir gehen doch einen anderen Weg. Ich hoffe, wir haben's. Wir kommen noch rechtzeitig. Ohne Mist. Das ist jetzt hier wirklich ein Zeitdings. Also, Rebecca kann hier sterben. Das weiß ich noch. Und uns geht's wahrscheinlich schon wieder nicht mehr so gut. Aber das ist super. Das ist echt super, was wir jetzt hier veranstaltet haben. Oh nein, hier werden wir gleich... Ja, ja, wir kommen schon. Rebecca, halt durch, bitte. Wir sind schon unterwegs. Komm schon, komm schon. Also du Drecksaffe, geh mir aus dem Weg. Die sind jetzt überall, diese Scheißdinger. Ah, haben sie ja gleich wieder der Richtigen losgelassen, ey. So, wenn hier unten jetzt auch einer ist, dann verfluche ich das ganze Ding hier echt, ey. Natürlich ist hier... Nein! Oh Gott, 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 Gott. Wir sind auf Caution. Okay, komm, renn einfach. Komm. Wir sind überall jetzt, diese Viecher. Scheiße. Komm, komm schon. Wir müssen jetzt hier runter. Ich wechsle jetzt schon mal auf die Waffe. So, hier sind noch zwei grüne Kräuter nachher und ein rotes und haben wir auch alles. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier runter, denn hier ist jetzt Rebecca irgendwo. Ich hoffe, wir finden sie noch rechtzeitig, ey. Ah, Junge, du Mistvieh. Ah. Scheiße, müssen wir hier lang? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ist der Raum jetzt gewesen. Oh, oh, wir sind auf Danger. Okay, ich müsste jetzt einfach mal das Ding nehmen. Karte gucken. Ich glaube, wir sind völlig falsch. Verdammt. Oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir sind jetzt hier und wir müssen aber dahin. Fuck. Fuck. Sag jetzt bitte nicht, wir hätten durch den Monitorraum gehen müssen. Nee. Oh, ich glaube, Rebecca wird hier sowas von sterben, wirklich. Ich gucke echt jetzt einfach, ob ich hier unten langkomme. Nein. Ob Rebecca hier irgendwo ist, ich gucke es jetzt einfach durch. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ist sie wirklich tot. Dann muss ich es einfach nochmal machen. Ja, ich vermute ganz stark, ich muss es nochmal machen, denn ich finde sie nicht. Und das ist nicht so pralle, muss ich sagen. Scheiße, ich laufe hier irgendwo lang und das ist überhaupt nicht richtig. Aber jetzt auch die Karte zu lesen, wirklich, ohne Mist. Jetzt bin ich da, jetzt komme ich hier eine Treppe hoch, aber... Wo führt mich das Ganze hin? In den Kontrollraum, wo ich überhaupt nicht hin muss. Verdammt. Hier sind überall Waffen. Okay. Ja, ich glaube, wir haben es versaut. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir lang mussten. Also ohne Mist. Naja, dann muss ich dann einfach nochmal laden im nächsten Port. Dann spiele ich das und dann rette ich Rebecca auch gleich. Offscreen natürlich, also ich laufe dann zu Rebecca und nehme dann auf, wenn wir sie gerettet haben, aber wir haben echt ganz schön viel Zeit, muss ich sagen.
Also da sind die ja wirklich gnädig mit ein. Wenn die ganzen scheiß Affen nicht wären hier in dem einen Raum, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht falsch gelaufen. Oder wir hätten da noch weiter an die Seite gemusst. Alter, ohne Mist! Da rein! Da ist er. Oh, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Rebecca. Doch. Hang on. I'll pull you up. Ein Glück, ey. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. There was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Boah, und da sieht man mal wieder, erstmal wie süß, ja, Rebecca hat ihm nicht verraten bei Enrico, sondern hat ihm wirklich geholfen und hat gesagt, nee, der Billy ist nicht bei uns, obwohl er ja eigentlich doch bei Rebecca eben ist. Ich bin froh, dass wir Rebecca retten konnten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich hier wieder... Nein, das ist eine Wooden Box. Und wir haben herausgefunden jetzt auch, dass
Billy gar nicht der Bösewicht ist, sondern dass das die anderen Leute waren. Die waren schon besessen. Irgendwas war in dem Dschungel und die haben die ganzen Leute in dem Dorf umgebracht. Billy wollte den ganzen Leuten sogar noch helfen. Wie dem auch sei, ich hoffe, die ganzen Affengestalten sind jetzt weg da draußen. Ich werde jetzt hier speichern, werde auch erstmal eine Aufnahmepause machen, denn es reicht mir jetzt erstmal wieder. Ich habe jetzt fast anderthalb Stunden aufgenommen und jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause. Deshalb würde ich sagen, es geht spannend im nächsten Part weiter. Und ja, bis dahin, haut erstmal rein. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das Spiel macht euch genauso viel Spaß wie mir. Bis dahin, tschüss Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüssikowski.